Nun zeige ich euch die Technik des Drivers. Der Driver hat bei mir 9,5 Grad, den gibt es aber in verschiedenen Ausführungen, 8 bis etwa 13,5 bzw. 14 Grad. Der Unterschied bei diesem Driver ist, der Kopf ist größer. Früher nannte man das Hölzer, weil der Kopf aus Holz war, der Schaft war auch aus Holz, heutzutage natürlich alles Titanium. Schaftlänge ist natürlich deutlich länger als beim Eisen 7 oder beim Hybrid. Der Winkel, wie gesagt, 9,5 Grad, also deutlich weniger als die 19 Grad beim Hybrid. Zur Standposition muss man einige Sachen beachten. Fußstellung ist diesmal deutlich breiter, der linke Fuß ist leicht aufgedreht und man kann wahlweise den rechten Fuß auch ein bisschen nach hinten nehmen. Die Balllage, ganz entscheidend, deutlich weiter links auf Höhe der linken Ferse. Tee-Höhe, man nimmt üblicherweise ein Tee für diesen Driver, Tee darf man am Abschlag benutzen, Tee-Höhe relativ hoch, damit ich den Ball sauber in der Aufwärtsbewegung treffen kann. Standposition, natürlich zwangsläufig weiter weg vom Ball, wegen der längeren Schaftlänge. Der Körperwinkel hinter dem Ball, ganz wichtige Position, ich stehe nicht gerade wie bei dem Hybrid oder bei dem Eisen, sondern mein Oberkörper ist deutlich weiter nach hinten geneigt. Beim Ausholen, ähnlich wie beim Hybrid, ich hole 95 bis 100% auf, gehe in den Treffmoment rein, habe mein Gewicht auf den linken Fuß, meine Arme sind gerade, ich gehe vorne ins Finish rein, in meine Endposition. Ich zeige euch jetzt mal einen Schlag mit dem Driver.